Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den Niederlanden sehr viele Bahnstrecken umfangreich elektrifiziert. Dadurch mussten möglichst schnell E-Loks von den niederländischen Staatsbahnen beschafft werden. Die 1948 bestellten 60 neuen Elektrolokomotiven der Serie 1100 basieren auf dem Originalentwurf der französischen BB 8100. Die je nach Ausführung bis zu 83 Tonnen schweren und bis zu 130 Stundenkilometer schnellen Kult-E-Loks stellten über Jahrzehnte das Rückgrat des elektrischen Bahnverkehrs in den Niederlanden dar. Diese wurden erst in den 1980er Jahren durch die Reihe 1600 in untergeordnete Dienste verdrängt. Die letzten 1100er wurden 1999 ausgemustert, einige Maschinen blieben museal erhalten. Das Pico-Modell Lok 1152 der Reihe 1100 der niederländischen Staatsbahnen im Maßstab 1 zu 160 überzeugt durch einen gelungenen Formenbau mit stimmigen Dachrundungen und vielen angesetzten Teilen sowie feinen Isolatoren, Dachlaufstegen und Stromabnehmern. Die vielen Details wie freistehende Griffstangen und Treppen, die passende Lampenform, scharf gravierte Drehgestellblenden mit realistischen Nachbildungen der Federpakete bringen jeden Modellbahnliebhaber zum Schwärmen. Originalgetreue Achslagerdeckel, Sandkästen und Miniaturen der Pufferbohlen ergänzen die Lok in ihrem Gesamtbild. Die fahrtrichtungsabhängig funktionierenden Front- und Schlusslichter sind in LED-Technik ausgeführt. Die digital schaltbaren Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtungen sorgen für zusätzlichen Spielspaß bei der feinen niederländischen Lokomotive. Der Pico-Motor sorgt für ausgezeichnete Fahreigenschaften und hohe Zugkräfte. Das Modell verfügt über eine aufgeräumte Platine mit Next 18 Schnittstelle und ist für die einfache Nachrüstung eines Decoders ausgestattet. Bremsschläuche und Kupplungshaken zum Aufrüsten liegen bei. Mit E-Lok-Reihe 1100 der niederländischen Staatsbahn offeriert Pico nach den vielgelobten Reihen 1200 und 2400 eine weitere Kultlokomotive aus den Niederlanden in hervorragend detaillierter Ausführung im Maßstab 1 zu 160.